Hallo und herzlich willkommen bei den Zweckperten. Ich bin Laura und ich möchte euch heute den Joey Verso vorstellen. Das ist ein besonderer Sitz, weil er eine sehr lange Spannbreite abdeckt. Und zwar ist er zugelassen von Baby, also von Geburt bis zum Ende der Kindersitzpflicht. Das heißt, er deckt alle Gruppen ab 0+, Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3. Dafür wird er zu Beginn rückwärts verwendet. Das ist möglich bis 18 Kilogramm. Da wird der Sitz mit dem Autogurt angeschnallt, nur mit dem Autogurt. Und das Kind wird darin mit diesem 5-Punkt-Gurtsystem angeschnallt. Frühestens ab 15 Kilogramm darf ich ihn rumdrehen. Dann wird dieses Gurtsystem nicht mehr verwendet. Und das Kind wird darin wie auf so einem sitzerhöhenden Folgesitz mit dem 3-Punkt-Gurt angeschnallt. Also rückwärts mit 5-Punkt-Gurt möglich bis 18 Kilogramm. Sicherung einfach nur mit dem Auto-3-Punkt-Gurt. Und vorwärts ab 15 Kilogramm wird das hier komplett im Sitz verstaut und das Kind und der Sitz werden mit dem 3-Punkt-Gurt angeschnallt. Ich kann euch das ja einmal kurz zeigen, denn das ist wirklich wichtig. Der Sitz darf eben nicht vorwärts mit diesem 5-Punkt-Gurt verwendet werden, dafür ist er nicht ausgelegt. Sondern das ist wirklich rein für die Rückwärtsnutzung. Und dann kann ich nämlich später die Gurte hier unter dem Polster, das kann ich dafür hier oben reinklemmen für den Umbau. Ich mache das hier auf, klappe das nach vorne und dann seht ihr hier so eine, wenn wir das ein bisschen hoch machen, sieht man das noch besser. Hier ist so eine Öffnung und dort kann ich dann die Gurte drin verschwinden lassen. Komplett, die brauche ich ja dann nicht mehr. Und zusätzlich ist noch hier unten eine Klappe, in die ich dann das Gurtschloss stecke. Und dann kann ich wirklich komplett hier diese Sitzfläche frei machen. Ich mache dann das hier ab. Das kommt hier unten in die... So. Und dann habe ich wirklich einen ganz normalen, großen, vorwärtsgerichteten Sitz für große Kinder, in dem die mit dem Autogurt angeschnallt werden. So, ich habe das jetzt mal wieder alles zurückgebaut, sodass wir ihn uns nochmal ganz normal anschauen können. Ihr seht also hier, das ist die normale Sitzschale. Ich habe hier diesen Einsatz, der ist für Neugeborene und kleine Babys. Wir haben es ausprobiert, man kann natürlich ein Baby reinlegen, aber ihr wisst, wir empfehlen immer eher eine Babyschale zu nutzen, denn die Babys sind da drin einfach ein bisschen schöner eingemuckelt, die liegen besser von der Liegeposition her. Das macht einfach einen besseren Eindruck und es ist oft auch im Alltag einfach praktischer, wenn man sich dann noch die Schuhe anziehen muss und die Jacke und das Baby ist schon mal in der Babyschale drin und ich kann es mal kurz abstellen. Ich kann es, wenn es eingeschlafen ist, auch mal für eine kurze Weile mitnehmen. Also das merkt man oft, dass das schon eine ganz nette Sache ist. Genau. Wenn das Baby dann wächst, dann kann ich diesen Sitzverkleinerer rausnehmen. Ihr seht schon, ich mache die Gurte hier ganz normal länger mit so einem Schalter. Und bei diesem Sitzverkleinerer ist das Schöne, ich darf den wirklich so anpassen, wie das für mein Kind gut ist. Wenn mein Baby also jetzt sitzen kann, dann kann ich von diesem Sitzverkleinerer hier den Keil schon mal abnehmen. Der ist hier festgeknüpft. Ich kann den aufbewahren. Und dann habe ich hier die nächste Stufe. Das Ganze ist noch ein bisschen enger, macht es für die Kleinen noch ein bisschen besser von der Stütze her und ein bisschen behaglicher. Und dann kann ich später gucken, ob ich jetzt zuerst die Kopfstütze abnehmen möchte, weil mir das vielleicht am Kopf zu eng wird, oder ob ich beides gemeinsam rausnehme. Da seid ihr ganz frei. Das ist also nicht vorgegeben. Das kann man ganz individuell anpassen. Und dann habe ich hier diese Sitzschale. Ein schöner Vorteil vom Verso ist, dass er eben eine sehr lange Rückenlehne hat, weil er ja auch später noch mit dem Autogurt vorwärts verwendet werden darf. Und hier habe ich natürlich eine super Rückenlänge. Ja, also die Gurte gehen auch schön lang und ich kann den wirklich so hoch nutzen, sodass der für dünne, lange Kinder eine gute Lösung sein kann. Im Gegensatz zu den anderen gegurteten Sitzen kann er eben nur bis 18 Kilogramm. Das liegt daran, dass er so leicht einzubauen ist, ohne Spanngurte und ohne Stützfuß. Das hat den Vorteil, ich kann ihn in Wohnmobilen nutzen, ich kann ihn in Autos mit Staufächern nutzen, aber ich kann ihn eben nur bis 18 Kilogramm nutzen. Wenn mir das wichtig ist, dass ich ihn länger nutzen kann, dann ist es einer von unseren anderen Sitzen aus dem Sortiment. Wenn das für mich okay ist, weil ich sage, mein Kind ist super leicht und sehr lang oder weil es eben nicht anders geht, ich habe ein Wohnmobil, ich habe ein Auto mit Staufach, dann ist das eine gute Lösung.
Genau. Wenn wir den jetzt mal so hinstellen, wie der eingebaut wird, dann seht ihr auch hier an der Seite, sieht man die Ruheposition. Die kann man etwas verstellen. Und zwar gibt es rückwärtsgerichtet zwei Ruhepositionen. Da darf ich diese blauen benutzen, denn blau heißt ja immer Rückwärtseinbau, rot heißt Vorwärtseinbau. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir gucken uns erstmal den Rückwärtseinbau an. Und da habe ich eben die Möglichkeit, den Sitz zu verstellen. Das muss ich aber optimalerweise vorm Einbau machen, weil danach ist er fest. Ich mache jetzt hier gleich den Gurt drum. Das heißt, ich sollte vorher gucken, wie möchte ich das haben. Und dann habe ich hier unten einen Griff drunter, wie das bei den meisten ist, unter der Sitzfläche. Und kann den dann hier verstellen. So. Unser Sitz ist sehr, sehr, sehr liegend. Also realistisch im Auto wird das ein bisschen mehr hochkommen. Es ist aber eine schöne Ruheposition, kann man jetzt sich nicht beschweren. Um nochmal einen Vergleich zu den anderen gegurteten Reboardern zu ziehen, was nicht geht, ist, dass ich eben im Nachgang die Ruheposition noch vergleiche, indem ich mit Spanngurten nochmal ein bisschen runterziehe oder indem ich vorne ein Keil drunter lege bei sehr geneigten Sitzen. Das ist bei diesem Sitz nicht vorgesehen, es gibt so ein Zubehör nicht. Ja? Also bei diesem Sitz muss ich die Ruheposition so nehmen, wie der Sitz und das Auto es mir vorgeben. Wenn mir das nicht gefällt, dann ist es wieder ein anderer von unseren gegurteten Sitzen. Und auch wenn ich die Ruheposition nachträglich verstellen können muss, dann kann er das eben nicht. So, jetzt gucken wir uns auch mal kurz an, wie der angeschnallt wird, weil das ist ja für viele sehr interessant. Die sagen, das geht ja jetzt ganz anders als bei den gegurteten Reboardern. Im Endeffekt wie eine Babyschale. Ja? Das geht hier drüber und wird einfach mal festgezogen. Da sehe ich, dass der Gurt hier über die Sitzfläche läuft. Und dann geht es hier hinten durch. Hier habe ich zum einen eine Gurtführung, wo der einfach langlaufen soll. Und zum anderen eine Klemme. Und je nachdem, welche Seite ich benutze, ich ziehe den jetzt hier noch schön fest, geht der natürlich schräg entweder von der einen oder von der anderen Seite. Also bitte nicht auf die Idee kommen, hier beide Gurtklemmen zu nutzen. Es geht hier wirklich um diesen schrägen Verlauf, den der Gurt ja ohnehin macht. Und dann ist der schon relativ fest, wenn man das gut festgezogen hat. Das ist also, wie ihr seht, wirklich ein schneller und einfacher Einbau, der eben genau diesen Vorteil mitbringt. Ich muss im Auto nichts extra verbauen. Ich brauche einfach nur einen Dreipunktgurt, der den Nachteil mitbringt. Ich kann deswegen auch die Position nicht verstellen und es geht eben nur bis 18 Kilo. So, das ist jetzt die eine Nutzungsmöglichkeit. Ich habe immer auf der Seite zur Autotür hin noch diesen Seitenschutz, den ich rausziehe. Genau, der einfach nochmal den Platz zur Tür ein bisschen verringert und hier nochmal eine extra Pufferzone mitbringt. So, und wenn ich jetzt sage, mein Kind ist groß genug, ich möchte jetzt, dass es vorwärts fährt, dann mache ich diesen ganzen Umbau mit dem 5-Punkt-Gurt, den ihr am Anfang schon gesehen habt, und kann den Sitz dann vorwärts benutzen. Das ist jetzt nichts Spezielles, sondern da ist es wirklich nur so, dass ich das Kind mit dem Autogurt anschnalle. So, jetzt haben wir den Sitz wieder so, wie er dann mit großen Kindern vorwärtsgerichtet verwendet wird, als ganz normaler Sitz in Gruppe 2-3. Ich habe hier die Möglichkeit, hier oben mit dem Griff die Lehne hochzumachen. Das ist okay von der Lehne her. Man muss aber sagen, er wird wahrscheinlich nicht bis zum Ende passen. Also ihr werdet mit diesem Sitz keinen Sitz kaufen, der wirklich von Geburt bis ganz zum Schluss passt, sondern er wird vielleicht die ersten 2, 3 Grundschuljahre noch gut passen, je nachdem, wie groß eure Kinder sind. Und danach wird man sehr wahrscheinlich nochmal einen richtigen Gruppe 2-3 Sitz brauchen. Deswegen ist unsere Empfehlung einfach, dass man den auch danach ebenso noch eine Weile verwenden kann. Aber weil man ohnehin noch einen richtig guten Gruppe 2-3 Sitz braucht, würde ich immer sagen, dann kauft gleich den richtig guten Gruppe 2-3 Sitz, der wirklich für diesen Einsatzbereich gemacht ist, sobald euer Kind aus dem Reboarder raus ist, weil warum wollt ihr in den paar Jahren dann weniger an Komfort und vielleicht auch Sicherheit haben, denn die Werte hier sind auf jeden Fall in Ordnung in der Vorwärtsnutzung, aber ein reiner Gruppe 2-3 Sitz bringt nochmal ein bisschen mehr, also lieber dann einfach direkt einkaufen und den vielleicht auch als Zweitsitz nutzen. Aber es funktioniert auf jeden Fall und man hat ja manchmal die Situation, in denen man mal noch einen Sitz mehr braucht, als man jetzt hat. Ich habe hier die Möglichkeit, den mit Isofix zu fixieren. In dem Fall heißt es Isofit, weil es ja keine reine Fixierung ist, sondern ich nutze das nur zusätzlich zum Autogurt. Da kann ich das hier rausschieben mit einem Griff, den ich vorne habe. Kann das hinten einklicken, wird grün und dann
Betätige ich wieder das Teil hier vorne, den Hebel, und schiebe das ran, dass der Sitz schön fest steht. Das ist eine Zusatzbefestigung, die ist dafür da, dass der Sitz nicht durchs Auto fliegt, wenn er leer ist, und dass er nicht so dolle kippelt, wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen blöd geformte Sitze habt. Dann muss ich das Kind natürlich noch sichern. Und das mache ich mit dem Autogurt. Hier oben seht ihr eine rote Gurtführung. Die hat so eine Schneckenform, damit der Gurt nicht rausrutschen kann. Die ist also immer zu verwenden, nicht einfach nur am Hals lang führen, sondern schön reinmachen. Und dann kann ich ganz normal mein Kind hier anschnallen, wie man das kennt. Es sind keine Hörnchen vorhanden, man kann also nicht viel falsch machen, wenn man das hier oben durchgemacht hat. Ich kann das Ganze auch ohne diese ISOFIT-Befestigung hier unten verwenden. Wenn ich das möchte, muss ich nur dran denken, im leeren Auto das dann anzuschnallen. So, das war jetzt ein relativ langes Video, weil es einfach ein Sitz mit vielen Einsatzmöglichkeiten ist. Um nochmal ein kurzes Fazit zu bringen. Es ist ein super Sitz für Situationen, in denen ich keinen Stützfuß verbauen kann. Für Situationen, in denen ich keinen ISOFIX habe und in denen Spanngurte nicht festzumachen sind. Besonders eben Autos mit Staufächern, wo keinerlei Freigabe ist. In Wohnmobilen, wo die Gurte irgendwie nicht zu befestigen sind. Und es ist auch ein sehr schöner Sitz, den man gut als Zweitsitz nutzen kann. Warum sage ich als Zweitsitz? Weil von der Handhabung her wollen die meisten Eltern im Alltag ein bisschen mehr Komfort. Ich möchte die Ruheposition nach dem Einbau verstellen können. Ich möchte den vielleicht gar nicht mit dem Gurt anschnallen müssen, sondern ich möchte die Sicherheit mit ISOFIX, wo ich sehe, alles ist grün, alles ist sicher, ich kann nichts falsch machen. Ich möchte den vielleicht zu mir drehen können. Also bei den Komfortdetails gibt es einige Dinge, die bei einem Everyday-Use-Sitz einfach noch ein bisschen schöner gelöst sind. Aber der Sitz ist eben auch für diese anderen Situationen gemacht und dafür ist er optimal. Von der Sicherheit her ist er gut. Wir hätten keinen Sitz im Sortiment, auf den ihr euch nicht von der Sicherheit her verlassen könnt. Auch ein Zweitsitz muss immer sicher sein. Ja? Deswegen, es ist ein sicherer, guter Sitz, der eben bestimmte Einsatzbereiche hat und den wir genau dafür optimal empfehlen. Wenn ihr euch unsicher seid, ob es für euch der richtige Sitz ist, dann kommt ihr einfach bei uns in den Ladengeschäften vorbei oder ihr ruft auf unsere Hotline an oder kontaktiert uns über Chat oder über E-Mail. Da sind wir über alle Kanäle gut erreichbar. Dann können wir mit euch zusammen überlegen, ist es der Sitz oder ist es vielleicht ein anderer Sitz. Genau, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.